So, we fix it also. Ha. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt gucken wir uns hier mal die nächste Demo an. My Friendly Neighborhood steht auf dem Programm. Es wird nicht wirklich Horror sein, aber es ist bei Steam auch mit unter Horror gelistet, Survival Horror sogar. Und ja, es ist eher mit Sesamstraßenfiguren, also eher so mit so Puppen. Aber wir haben ja auch schon Poppys Playtime gespielt und alle und solche Geschichten. Das kann witzig werden und ich glaube, das hier wird auch die richtige Freakshow, Leute. Deswegen schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer, viel Spaß beim Anschauen. Also ich finde die Ratte ja hier schon mal mega. Die finde ich schon mal richtig ulkig. Ich glaube, das wird genau mein Humor, Leute. Normale Spieler erfahren in Survival Horror, ein bisschen tougher, ja. Welcome to the neighborhood. Sequenz? Nein, es gibt keine Sequenz. Okay, ich verdecke sowohl Muni als auch die Heilung. Natürlich nicht so gut. Hab sogar so ein Inventar. So. Finde ich zwar nicht ganz so hübsch, weil ich gefühlt immer jetzt so vom Spiel weggucke, weil da kann ich so, nein, so, wenn schon so. Muss ich mich ein bisschen so hinsetzen, dann könnte das dann wieder hinhauen. Egal. Wir gucken jetzt hier weiter. A, B, C, 1, 2, 3. Was haben wir hier eigentlich für eine merkwürdige Gun? Ups. Sorry, ey, das wollte ich wirklich nicht. Ey. Das tut mir schrecklich leid. Von der anderen Seite verschlossen. Die 90% aller Türen in meinem Leben. Oh dear, oh my. You seem to be stranded in the basement. Oh, that's thing of mine. Oh, haven't a clue. Never come down here myself. Why? What's got your overalls in a knot? I'm trying to get to the roof. The roof? Look, you gotta give up this nonsense about the antenna. Looks very bad. Very unprofessional. It's my job. Look, Gordy, I know our routine's a little rough, but don't judge a show by its pilot. Incidentally, I would hide again. What is it this time? Well, Ray, of course. He's the best sort of monster janitor thing, but doesn't like it when people intrude on his territory. Tends to get a bit grouchy. One might say, assault happy? Great. Are all of you puppets crazy? Well, Ray has always been a little grouchy, even before the shutdown. That's why they moved him down here. Only way out is by elevator, and he can't figure out how to use the buttons. Didn't help, though. He goes through the pipes. Elevator. Got it. Oh, silly me. I forgot about the elevators. Really, Gordon, I wouldn't bother. The cables are probably rusted. I don't think they even run anymore. I'll take my chances. Wow, you're so courageous and stuff. Look, I gotta go wash my hair. Stupid puppets. Okay, das fängt ja schon mal echt freaky an. Das Ding war ja schon mal zum Schreien, ey. Hebeband, Magazin. I don't have a map. Ich drücke R und er sagt, I don't have a map. Ich dachte, ich könnte hier reloaden. Woohoo, Revolver Man. Also, wir sollen, glaube ich, so einen Hausmeister finden. Das ist auch ein. Ich war viel zu abgelenkt von der Handpuppe. What sort of thing? I'm a friend! Is that a Gegner? I love to see you! Why don't we keep hanging out together? A, B, C, D, E, F, G, O! Hey! Okay, when enemies are knocked over, then hate them. Ich kann sie abgeben, wenn ich sie da niedergeschossen habe mit diesen Buchstaben. Kann ich sie festbinden? Nice. Der nervt mich nicht mehr. Now you have two hands in your stomach. That's how numbers work. Ach du Scheiße. Don't forget to hack your hands back up.
Was ist hier los, Mann? Wie kann man sich denn sowas ausdenken? Wahrscheinlich müssen wir eh irgendwann noch mal an ihr vorbei. Looks like it needs power. So ein Cheat. Mein Slot. Okay, wir müssen hier irgendwas in diese Slots reinpacken, damit wir das aktivieren können, um hier die Power einzuschalten, um damit die Tür zu öffnen. Irgendwie sowas. Wir werden es schon schaffen, Leute. Das wird auch eine etwas längere Aktion hier. Eine Stunde Spielzeit kann man hier einplanen. Ich hoffe, ich kriege das so auf eine halbe, dreiviertel Stunde runtergeschnitten. Ja. Take. Okay. Ja, da haben wir auch eine Map. Okay, ich habe sie eingepackt. Ja, nice. R für die Map öffnen. Okay. Jetzt sieht man hier auch, dieses Schraffiert ist das, wo ich schon gewesen bin. Achso, complete. Ich habe das hier complete. Hier bin ich jetzt unterwegs. Deswegen steht hier auch noch, dass es in Progress ist. Hier habe ich noch Sachen zu tun. Ja, hier ist der Generator, glaube ich. Kann ich mehr reinzoomen? Nein. Okay, ich glaube, dafür brauchen wir diese Tokens. Gehen natürlich erstmal ein bisschen weiter. Ich will jetzt noch kein Token dafür rausballern. Ah, hier haben wir noch einen Hinweis unten. Einen Hinweis für unten. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Okay, schade. Na. Kann ich denn reloaden? Ich hoffe, das macht er einfach automatisch. Okay, da wissen wir schon mal Bescheid. Da haben wir so eine Art Safe Room. Ist er immer noch getaped? Ja. Wir sind ja auf einmal gut schnell. Die machen mich fertig, die Viecher. Das stört sie gar nicht. Okay, alles klar. Alter, und er labert sich da hinten richtig ein. No matter what, I always open it immediately. My favorite new pair of socks, I got it in the mail. A letter from a dear old friend, I got it in the mail. An assortment of the best bugs the world has to offer, well, that one just appears in my house. Mashed skunk cabbage in the mail. My neighbor stuffed it in the box. Oh, my bad. Wow, der scheint ein bisschen größer zu sein, der Kollege. Hä? Jeez, that gave me a scare. What was that? Ja, dass er so schnell weg war. Ich hätte ihn ja jetzt gerne gesehen.
Nix. Was war das jetzt? Ja, lieber haben als brauchen, sag ich immer, ne? Was haben wir denn hier? Können wir die nicht stapeln? Nein. Was machen wir denn damit? Ich hab keine Ahnung, Leute. Oh Mann, ey. Looks like part of it's missing. Okay, das brauchen wir auch noch was für. Man steckt das da rein und das Ganze dann hier rein. Ja, diese Vorrichtung kennen wir, glaube ich. Das ist doch da an der verschlossenen Tür. Hallo? Sie haben Post. Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Okay, hier kommen wir her. Was ist denn hier noch? Mega. Hier noch was? Ja, auf jeden Fall. Episode-Script. Okay. Eine dämliche Story. After a few notes. Nix. Okay. Kann ich das auch wieder ausmachen und dann kommt er zurück? Nö. Gehen wir erst einfach mal woanders hin. Das ist ja hier, glaube ich, noch nicht alles gewesen. Man sieht leider jetzt auch... Ach doch, das ist, glaube ich, unsere Figur. Race Stage. Aber wenn ich das hier richtig sehe, ist hier abgeschlossen. Aber wir können zurück und zum Office Basement. Hätte ihr nicht gleich das in den Mund mit zukleben kann? Ich hab vergessen. Wow! Und den, du Vogel, Alter! Danger! Der Müsli-Riegel hat ja nicht so viel gebracht, leider. So, alles klar. Jetzt bin ich hier jetzt richtig. Sehr schön. Lock from the... Achso, ich habe hier noch... Jungs. Dann gibt es doch diese Tür dort. Kann ich mich eigentlich auch ducken oder sowas? Nein. Sehr bescheidene Mechaniken, Leute. Ich habe ja leider auch kein Tape mehr, um die wirklich festzubinden. Ich bin voll dabei, Leute.
Wo sind wir denn hier? Wir können hier im Kreis gehen und so. Sehr schön. Ah ne, ich bin hier. Okay. Ja, die Map ist nicht so 100% hilfreich. Was haben wir denn hier? Also ja, das war ja verschlossen. Ja, ich gucke jetzt erstmal hier einfach. Ich halte mich einfach an der Wand. Ich probiere die Türen aus. Tape 0. So, eine Wäscherei. Sehr schön. Whatever, Leute. Whatever ich hier auch immer die ganze Zeit einsammle. Wir werden es irgendwann mal erfahren, hoffentlich. Kommt jetzt immer ständig so ein Creep raus? Ah, cool, das Teil, das wir brauchen. Das ist eine Freakshow hier. Oh, cool. Können wir nochmal einen aus dem Weg schaffen. Habe ich dich nicht oben festgetaped, Kollege? Hä? Ach so, wegen der Stufe da. Alles klar, Leute. Mal so nerven sie jetzt erstmal gar nicht. Du, wir können ja erstmal Tape sparen. Ich muss ja jetzt ja auch nicht jede Puppe hier umballern die ganze Zeit. Ich habe nur ein Tape. Vielleicht ist das irgendwie nochmal wichtig. Wie sieht es map-technisch aus? Jetzt bin ich hier. Da war abgeschlossen. Da war ich drinne. Alles klar. Dann ist das jetzt hier die nächste Tür. Da müsste auch nur so ein kleiner Raum sein. Kann das nicht nehmen, okay. Mehr Kölz. Sehr schön. The Novelist. Let's get writing. The Rolodexer and the Novelist. Die Waffen sind auch absolut abgefahren, Leute. Das swingt doch! Eine Notiz von Hank! Mr. L. Ich habe letzte Nacht beim Büro rumgehangen, um die Rohre am Einfrieren zu hindern. Da konnte ich die Feinheiten unseres letzten Projekts ausarbeiten. Ja, der Ausstoß ist auf jeden Fall wirklich, ja, flashy. Wie man es jetzt mal flashy, ja. Wirklich cool, ja. Okay, cool ist auch so ein deutsches Wort. Aber es sollte für Stunts, Spezialeffekte und sowas alles gut zu gebrauchen sein. Ich habe ein paar von den Normans damit abgeschossen. Das sieht aus, als hätten sie Spaß gehabt, und quer durch den Raum zu fliegen. Es verbraucht eine Menge Buchstaben, also versuchen sie Munition zu sparen. Manche von den Anwohnern könnten bemerken, dass ihre Schreibmaschinen fehlen. Hank. Ja, pack ein, die Darts kann man auch gebrauchen. Nur voll besser als gar nichts. Okay, wir haben also eine Shotgun. It's locked from the other side. Sehr schön.
Wo soll ich denn jetzt lang? Ach ja, ich habe ja das Teil. Die sind jetzt nicht so die Bedrohung, ne? Hey, where are we starting? Oh. Halt die Fresse! Okay, man kann es ja probieren. Hä? Ich muss noch weiter zurück, okay. Ja komm, die hier steht immer wieder im Weg, ey. Ich wette, die Synchronsprecher hier hatten den Spaß ihres Lebens. Bubble, bubble, bubble. Genau, hier wollten wir den Leute. Oh, shoot. When I was a kid. Here, let me show you how I learned. Hold your hands up in the air. Now bring them down in front of your face. See? That's two hands. Now take one of your hands. Put it. Hey! Welcome! To our where are we starting? Where are we starting now? Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nice Sache, cooler Effekt. Was die Alphabet? Ich kann jetzt Alphabet Buchstaben für Buchstaben in die Presse schießen. So, und das Ding kommt jetzt hier rein. Haha, Leute, nicht mit uns hier. Ja. Aber wie ist jetzt die Kombination? Ich drück einfach mal irgendwas. Nein. Ich hab so einen Verdacht. Hier ist so ein Schlitz. Ich glaube, das Ding druckt mir die Teile hierfür aus. Da oben ist das die Kombination für die Maschine. Das kann's ja nicht sein. Bei Viereck minus ein Dreieck plus sechs Kreis. Ah, okay. Eine Punchcard. Already have a card. Eigentlich egal, was man da eingibt. Hmm.
Na, das hat doch Effekt gehabt, oder? Was haben wir denn hier? Noch eine Notiz. Zu allen Konstruktionsangestellten. Während der Renovierungsarbeiten mit der tieferen Ebenen wurde eine Hofsicherheitstür installiert, um andere Puppen aus der Konstruktionszone fernzuhalten. Jeder Angestellte kriegt einen Satz von Punchcards, um die Tür zu öffnen. Wenn du deine Punchcard verlierst, das ist eine, ich glaube, Stempelkarte, kann diese Maschine genutzt werden, um eine neue zu generieren. Okay. Sag mal, macht das einen Unterschied? Hat das tatsächlich jetzt einen Unterschied gemacht? Das ging echt nur bei 3x3-Eck ging das echt nur ein kleines Stück weiter, das Ganze. Machen wir mal. Vor allem läuft es jetzt in die andere Richtung. Ah, ich glaube, so langsam fällt der Groschen aber bei mir. Dreieck plus ein steht auf dem Zettel, weil das immer einen auf der Uhr weiter rückt, denn nach links immer einen, wenn ich 3 mal Dreieck mache, dann geht die Uhr eben halt auf direkt 3 Stunden zurück. Das ist ja schon mal gut. Okay, das habe ich geschnallt. Also, da stand eine 10. Das heißt, wir brauchen am besten Kreis und 2x Viereck. So, dann nehmen wir mal die Stempelkarte, weil dann haben wir plus 10. Ups. Jetzt scannt er den zweiten, jetzt scannt er den dritten. Sehr schön. Mechanik, du schaut, Leute. Denn auch mit 3. Also 2x Viereck, einmal Dreieck. 2x Viereck, einmal Dreieck. Druck aus den Sheet. Mal der erste Klasse, Leute. Boom. Wow. Wonder how deep this goes. Hier kommt noch Super Mario vorbeigehüpft. Kann mir den Frosch aus meinem Hals klempnern. Oha. Hier sind sie alle, Leute. Boah, hier ist er. Aber eigentlich sind das auch nur 2. Hier ist aber noch reichlich. Da können wir noch lang. Da können wir rein. Hier ist doch eine Tür. Eingesammelt hier bei den Leuten. Guck
Gucken wir erstmal hier rein. Dreieck. Pack ein. Ach was, hier hängen die Puppen. Ja krass, bis hoch unter die Decke oder was? Oh Mann, stellt euch mal vor, die werden jetzt alle lebendig und quatschen uns voll, ey. Der wahre Horror. I'm trying to kill her. Piss dich. Hab genug Freunde. Okay, das funktioniert hier nicht so gut. Ich muss mich ja eigentlich hier durchballern. Lunch is my favorite meal of the day. Als Maul. Nein! Schluss mit lustig. Schade, dass ich nur so wenig Tape habe. Aber es wäre wahrscheinlich auch zu einfach, wenn ich so viel Tape hätte. Vielleicht wäre das ja auf einem anderen Schwierigkeitsgrad nicht so. Ja, wenn ich jetzt den Weg nochmal zurück muss, stehe ich schon blöd da. Wenn ich dann nochmal hier lang muss oder so. Safe oder und hier. Da heilen kann ich mich auf jeden Fall noch selber. Aber ich glaube, vielleicht mal speichern. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Es wäre ärgerlich, wenn ich das alles nochmal machen müsste. Game saved. Sehr schön. Ist das die Tür, wo vorhin auf der anderen Seite stand, von der anderen Seite verschlossen? Bin ich? Nein, eher unwahrscheinlich. Er hat so hart gefeiert hier, ey. Strange kind of breaker box. Aha. Frank, Ray scheint wirklich sehr interessiert an dem Zustand des Abwasserrohre zu sein. Also habe ich, warum auch immer, habe ich die Sicherung aus dieser Verschlussbox im Keller versteckt. Das eine in dieser Halle im Puppenlager. Ich glaube, da waren wir vorhin schon mal. Im Schließraum. Und einer hängt bei der Punchkartenmaschine, bei der Lochkartenmaschine.
Sehr schön. Wenn ich nicht derbe viel zu langsam bin für dieses Spiel, könnte sich das jetzt auch schon fast dem Ende entgegenneigen. Ja, dann also wieder raus. Ja, hier, Puppet Storage. Ach so. Es geht, wir kriegen die Schlüssel. Diese kleinen Kästen. Die hier. Die Dinger bringen wir dann hier hin und setzen dir den Sicherungskasten ein. Ups. Alles klar. Jetzt ärgere ich mich eigentlich, dass ich die am Anfang umgeballert und getaped habe. Ich muss jetzt hier ständig wieder lang. Guckt euch den Scheiß hier an. Das... Ach ja, der aus dem Rohr ja auch noch. Nein! Ich brauche auf jeden Fall meine Heilung. I'm a really normal guy, sagt er. Nee, ich gehe erstmal an den weitesten, entferntesten Punkt zurück. Nein! Wo komme ich denn mit dem Boot hin? Ich probier's jetzt einfach mal, Leute. Ey, ich steig einfach mal ins Boot ein. Vielleicht komme ich ja ans andere Ende der Abwassersysteme und muss ja nicht den ganzen Weg zurückrennen. Mal sehen, wo sind wir hier? Ja. Ah, alles klar. Hier sieht man auch die Route. Sehr schön. Bin ich hier drinnen? Ja, da bin ich ja schon fast bei dem in der Ecke. Das ist ja schon mal cool. Genau. Wie wär's, wenn du das alles einpackst, Mann? So. Check. 2 von 4, Leute. Frische Muni. So, genau, und jetzt gehen wir hier lang. Always open it immediately. My favorite new pair of socks? I got it in the mail. A letter from a dear old friend. I got it. Ich wollte dir so gerne noch ins Gesicht schießen. Doch, irgendwo hier. Irgendwo hier. Genau. Und der letzte
ist beim Puppet Storage. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, das macht sogar mehr Sinn, wenn ich jetzt zurücklaufe zu der Bootsposition. Dann spare ich mir nämlich den Weg da durch diese Puppenhölle. Tape, Leute. Hier. Doch kein Mädchen, ne? Sorry, voll diskriminieren. Ich bin doch kein Weichei. Sind ja zum Glück auch nicht schneller als ich. Ich bin hier, um Kinder zu unterrichten. So. Geradezu. My favorite new pair of socks. I got it. Welcome, welcome, welcome to our. Hat er mich jetzt bemerkt oder nicht? Aber egal, ich bin ja dran vorbei, also insofern kann mir das völlig Lack sein. Ups. Also dann hier sei vielleicht noch was. Ja, wir haben genug Muni. Ein Glück ist die jetzt hier nicht mehr da. Hier stand ja vorhin auch immer noch eine. Ehe der da rumgerannt ist, bin ich ja schon lange weg. Das habe ich. Ja, ich habe alle die drei in der Tasche. Jetzt habe ich Peak. Okay, Peak. Da. Kreuz. Da. Das ist falsch. Achso, nee, es ist unlocked, alles klar. Das hörte sich, das Geräusch, rotes Licht. Ich denke, ich habe was falsch gemacht. Aber nein, es war alles gut. Aber ich muss sagen, dass der erste Hype schnell verfliegt. Well, it's time for, what does Norman notice? Oh, let's see here. There is what no more room in the Norman toolbox. I'm a friend. Oh. Hi. Doch während ich es getan habe, dachte ich, ist das wirklich so eine gute Idee? So, wo sind wir jetzt gelandet, Leute? Auf jeden Fall gibt's hier dicke Glocken. No more room in toolbox. Wenn wir ja wohl ändern können. So. Sometimes we would swap our arms, then we would swap our legs. One by one, sehr schön. The piece was swapped, and then we were back to normal. Ich glaube aber genau. I'm a friend.
Chill! Ja, der hat ja Husten hier. Patient Null. Ja. Dann gehen wir hierhin zurück. Ach ja, jetzt habe ich ja den Bolzenschneider. Jetzt kommen wir da dann durch die Tür mit der Kette. Easy going. Unlocked! Woo! Wir machen den Weg frei hier! Ja doch, ist richtig, alles klar. Knack! The secret, man! Ein Cheat Tape! Ein Cheat wurde freigeschaltet. Den kann ich jetzt so aber auch nicht aktivieren anscheinend. Egal, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht cheaten. Zu denn, ich komme doch gut vorwärts. Zu kaputt, Leute. Es ist einfach echt zu kaputt. Ne? Oh, guck mal, mit meinem weißen Pulli kann ich mich hier fast tarnen. Hey, John hier. Vielen Dank, dass du diese Demo gespielt hattest. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen. Ne? Die Veröffentlichung von My Friendly Neighbor schreitet fantastisch voran. Und wir werden bald mehr teilen. Ja, wenn du Spaß gehabt hast, dann werde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das Spiel auch deiner Wishlist bei Steam hinzufügst. Das hat wirklich einen langen Weg gegangen, und bis das Projekt zum Leben erweckt wurde. Ihr habt noch andere Projekte, die kannst du natürlich auch gerne mal anschauen. Das ist was anderes als das hier, aber vielleicht gefällt es dir auch. Oh, noch eine andere Sache. Es kann nicht schlecht sein, einen zweiten Durchgang durch den Keller zu machen. Ich sehe dich bald. Der Dude. Ja! Das war auf jeden Fall My Friendly Neighborhood. Er ist doch ein bisschen länger noch als gedacht. Also ich selber habe jetzt, boah, Stunde 15 Minuten gezockt. War ein bisschen langsamer als Corrupted, aber ich bin viel dumm im Kreis gerannt. Hab die Wege nicht gefunden, hab mich verlaufen, da schneide ich natürlich alles raus. Und ich hoffe, euch hat's mega Spaß gemacht, jetzt auch mal wieder ein bisschen was Lustigeres zwischendurch zu sehen. Hatte ich ja jetzt auch schon mit Priest Simulator, das kam ja auch gut bei euch an. Und ja, wo der Horror war, frage ich mich tatsächlich. Also, dass das als Horror und Survival-Horror angegeben wird bei Steam, ist ein bisschen fragwürdig. Eigentlich ist es eher ein lustiges Game, ein Action-Adventure. So, aber Horror, aber wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was sich der Entwickler noch hat einfallen lassen. Vielleicht wird das Ganze noch relativ brutal oder sowas. Also ich muss jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Vollversion spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, was soll denn bei dem Spiel über mehrere Stunden, kann ich mir nicht vorstellen. So wirklich 4-5 Stunden nur das? Da muss mehr kommen, da muss deutlich mehr kommen. Es gab zu wenig verschiedene Leute, die dort rumgelaufen sind. Am Anfang waren die alle todeswitzig. Die hatten alle, diese ganzen Figuren, hatten im ersten Moment so dieses Wow, da ist der spaßige Effekt. Aber wenn man die immer und immer wieder gesehen hat, diese gleichen Figuren, wird schnell langweilig. Deswegen frage ich mich, ist dieses Spiel wirklich gut für eine Vollversion über mehrere Stunden? Aber wer weiß, vielleicht soll die Vollversion ja auch nur 2 Stunden gehen und man hat hier schon die Hälfte gesehen oder so. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wenn es euch interessiert hat, knallt es auf die Wishlist.
gönnt euch auf jeden Fall mal Friendly Neighborhood. Es ist auf jeden Fall ein lustiger Spaß. Spielt auch gerne mal die Demo. Dann wird ja hier auch gesagt, wenn man jetzt noch einen zweiten Durchlauf durch den Keller macht, das lohnt sich. Da könnte man noch was sehen. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, spielt es doch einfach mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao.